So, Freunde, da wären wir wieder bei einer neuen Folge von The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, mein Gott, es ist eine lange Zeit, oder was heißt lange Zeit? Ein paar Tage in Vergangenheit, seit ich zuletzt aufgenommen habe, ist jetzt Freitag, der 12. Was bedeutet, gestern hatte ich meine letzte Prüfung, ich bin durch, es ist wunderschön, ja. Ich war gestern Abend noch aus und deswegen habe ich jetzt quasi wieder Zeit aufzunehmen und... Ah, es ist so schön. Also, das Aufnehmen auch, aber vor allem halt einfach, dass ich jetzt entweder Entspannung habe. Also, es war ja nicht lange Prüfungsphase, ne? Weil ich ja auch alle drei quasi an drei Tagen hintereinander hatte. Aber es war schon das Wochenende davor, das war hat schon geböllert, sag ich mal, ne? Havelock claims vanity is Imlaris' greatest weakness. Vanity? Any foe he faces, he strives to impress. The other one, Caranthir, is said to be secretive and pragmatic. Hardly surprising, given he was Avalok's student. Stimmt, der Drago hatte mir auch so ein bisschen geschrieben hier, was der Typ eigentlich ist, den wir jetzt rächen wollen, wollte ich schon sagen, an dem wir uns rächen wollen, so rum. Let them approach. But they've come for the feast. Wouldn't do to cast them out. Didn't come to celebrate. We need to get to the top of the mountain. The gate is shut. You'll not pass. But we fires down that away, with food and drink aplenty. Sit down beside one, and perhaps this year the ladies will descend and give us the privilege of seeing them. We thank you for the invitation. Be glad to sit down, right? Speak for yourself. Come with me. Mentioned a gate, said we wouldn't pass. Only the chosen visit the ladies. Every year, young lads and lasses climb the mount, but never more than three. Let me guess, the young lads and lasses don't return. No, they return happy and radiant. But rare is the one who then stays in Velen. Off they go to seek fortune in the wider world. Ladies of the wood visit you? If they favor us. My father told me they descended once. Passed from fire to fire, listening to hopes and grievances. So each year, we wait for them to walk amongst us once more. Haven't done it in a long time then. No point waiting to see if we'll get lucky. Yeah, we gotta try to reach the peak. This celebration, what's it about? What do you need to know, Wanderer? No need for anger. The White Ones serve the ladies as we do now. We send them gifts all year long. And on this night, they repay us with their blessing. I met one of your gifts to the crones. Sniveling, scared to death, and about 8 years old. Stay calm. Your children. Why do the ladies need them? We know not, never ask. You don't know? Then let me tell you. Tell us instead what a peasant, his own young and starving, is to do with a wandering war orphan. You're not from here. Don't judge us by others' laws. Said the ladies bestow blessings on you. Aye. For our lives turn thus. First a summer of labor beneath the hot sun, then autumn rains, then a winter of death. Then we await spring, when all that is dead is born anew. And from our blood and sweat, the oak bears acorns, at times few, at times a handful. What do you do with the acorns? The Velen elders gather, hold council. Some favor grinding them to spread on the fields for a rich harvest. Others want them given to a cunning woman who'd make medicine for consumption.
handful of enchanted acorns is enough for all Velen. Tis never enough. Heard enough about this. We've got other questions. We should be going. Eager to see the ladies. I share your yearning. We're afire with yearning. Come, Geralt. We must get there before daybreak. Go to the tent and stand before Thecla. She's the one who decides who's worthy to face the ladies. That's him. Hatte kurz meine Kopfhörer abgenommen. Sprich mit Thecla und hole ihre Erlaubnis ein, auf den Berg zu klettern. Zu klettern vor allem. Okay. Bei Leute. Und hier ist ein Händler. Erstmal gucken. Greetings. Wouldn't mind a look at your stock. Ah, so Scheiße dabei. Okay. Farewell. Na gut. Auch ein Schmied hier sogar. Das ist interessant. Können wir mal gucken. Der ist ja vielleicht wirklich ein bisschen... Okay. High-levelig drauf, würde ich sagen. Achso, jetzt bin ich ja... Hoho. Vielleicht soll ich erstmal gucken, hier handwerkmäßig. Aber ich habe, glaube ich, nicht mehr so geile Sachen. Nee, irgendwie nicht, ne? Brauch mal neue Schemata. Aber ich habe eigentlich so viel gesammelt. Achso, ist ganz unten ist. Ja, Mensch, wollen wir mal kaufen? 800, ich habe so viel Geld. Komm, kaufen wir mal. Oder? Ja. Das ist sogar auch ein bisschen stärker. Langschwert von Skellige. So ein langweiliger Gerät. Das hat keine Slots, ne? Das ist ein bisschen doof. Aber hey. Ach komm, scheiß drauf. Wir haben so viel Geld. Man muss ja auch irgendwo ausgeben, ne? So long. Sieht halt ganz schön langweilig aus, muss man halt ehrlicherweise sagen. Aber es kommt ja nicht so aus den anderen, ne? Gut. Wieder ein bisschen stärker geworden. Mag es das zu sagen. Ladies. Merciful ladies. Merciful ladies. Look, a child. No, a godling. I know him. Name's Johnny. Well, old B, you're back. And I see you found your lass. I'm Johnny. We've had the pleasure already. A bit one-sided, though, it was. See, I saw you running. You're back to me. As I was having the pleasure of... Oh, tis a long story. They call me Ciri. Nice to meet you. How are things, Johnny? Health's good, so no complaints. What brings you here? We gotta climb the mountain. Can you help? I'd rather try to dissuade you, but I'm certain that would be in vain. The lass, she is stubborn as you. Even more so. Figured as much. Oh. Path to the peak starts there, past the gate. But only old Thecla's got the key, so since you shan't ever get it, you best turn back now. Ach komm. Gotta get to the summit. Simple as that. It's Thecla you'll need to convince. She's blind as your bum, but she won't be fooled. We shan't try to trick her. She sits in that tent over yonder. I wish you luck, and do hope we meet again. Someday. Steht der hier einfach. Rising, owls hoot, fires just a gleam. Hours late and slumber cold. Whatever. Ich hätte mal fragen können, was der hier macht, aber nö, dauert zu lange. Nee. Okay. Entschuldigung, ich wollte eigentlich gar nicht interagieren. Sprich mit Thecla und hol die Erlaubnis ein. Das ist immer noch das Gleiche. Werden die Erlaubnis nicht kriegen, aber kannst du mal versuchen.
Who's that? Well, come on, come closer, girl. Aye. What's she like? Narrow hips, sparkly eyes, a striking feisty lass. Never had a man. Never mind. Got me answer. I choose you, girl. This night you shall see the ladies. If she goes up the mountain, I go with her. What else has the cat dragged in? It's grey and veiny, got a scar and eyes like a viper. Aye. Stinks of clotted blood and corpses. Plus it's old and infertile. I reject ye, freak. The girl will ascend alone. You misjudged me. I'm worthy as anyone. Girl? He's spryer than any youth. Only smells like corpses because he kills monsters. And he'll kill any who stand in his way. Perhaps I was mistaken. Perhaps there's life in him yet. By ancient right, you may appeal my choice. But to do so, you must best the challenge. I accept the challenge. Come. Look this over. A coin from days of yore. Falkir burns on its reverse, so they call it the Defier's Orb. Now, bring me the coin. Something's afoot. Something's nigh. Oh. Ich darf auch buchen. Okay, Moment. Will mal was. Erstmal speichern und dann mal gucken. Kann ich hier einfach runter? Überlebe ich das? Jo, war gar nicht so tief. So, ne? Ja. Okay, nee. Seh nichts. Chillen around. Ja, wo ist das Ding jetzt gelandet, ne? Da eigentlich ganz da unten. Tauchst du vielleicht mal ein paar Takte schneller? Aha. Nimm. Hallo. Okay, ich werde sowas von da saufen gleich. Ich gehe, als ich mir denke. Oh Gott, das überlebe ich doch. Das schaffe ich doch nicht, oder? Man verliert nämlich ganz schnell die Energie, dann haben wir ja schon festgestellt. Oh Gott. Lucky me. Klar, ich könnte jetzt da noch irgendwie weiter tauchen, aber nö. Great. What? Ah! Ja moin! Alles klar. Zum Glück gar nicht viel Damage oder so. Aua. Hier muss eigentlich mal wieder ein bisschen. Ne? Genau das. Zum Glück habe ich mir gerade mal ein stärkeres Schwert besorgt, wa? Bleh. So. Führt er mich dahin. Das heißt, ich hätte das gar nicht machen müssen. Weiß, hier oben feiern die ihre Party und da unten ist einfach so ein Unhold. Gut. Ich war ja mal sowas von schnell einfach nur. What do you want?
Got that coin you tossed in the lake. It reeks of sludge. Nothing I can do about that. So, gonna keep your word? I always do, my boy. Show the coin to the gatekeeper past the threshold. He'll know its meaning. Marika will open the gate for ye. Now go! That went smoothly. Weren't the one to do the diving in that cave. Stop whining. You're a witcher. You've dived in murkier waters. Yeah, I have to tell you about the time I hunted a Zugel. Wieder ganz viele Anspielungen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. War ein Wolf oder Hund oder so. So, ich muss ja folgen da, ne? Siri auch hinter mir? Ja. Mehr oder weniger. Siri. Wird ja auf Deutsch eigentlich wirklich so Siri ausgesprochen? Kiri? Nein, das denke ich nicht. Wollen wir da wirklich rein? Was ist los? Na gut. Sie wird wohl nicht weiter mitkommen, wa? Aber Siri. Siri. Cirilla. Wait. What's your name, girl? What's yours? Your name don't matter. Atop the peak, you'll lose it and get another. You may go. And you? I passed the trial. Here's proof. Recognize it? The Defiers, Auron. A death sentence. Verarscht wurden wir. Ne? Ich bin einfach gekillt und bin auch ausgewichen. One tough son of a bitch. We've no time to lose. I'll tend to Imlirith, you take the crones. Avalarch said they dwell below the oak, among its roots. No chance. I'm going after Imlirith. Fine, let's play for it. Rock, paper, scissors. Damn it! Two out of three! Out of the question. I'll climb the mountain, you face the crones. Hardly a challenge. They're extremely dangerous. Be careful. You too. Must get down there. Ach, guck mal, jetzt spielen sie. Spielen wir wieder sie. Ich wollte gerade sagen, das wäre eigentlich cool, wenn man jetzt, wo man sie quasi dabei hat, so permanent wechseln könnte. Das finde ich cool. Ich mag Siri nämlich. Also ihren Kampfstil generell fällt mir ein bisschen besser. Oh, hell. I guess I must jump. Voll. Könnte ich nicht. Na gut, ich bin ja auch kein Hexer, ne? Wobei sie ja auch nicht so wirklich. Ist aber nur gut trainiert. Pumpen gegangen auf Kermorn. What? Thank you.
now, wasn't he? She lived a life of love and knew no bitterness. Yum, yum. Da sind sie wieder. Welcome, child of the Elder Blood. We knew you would return. Your taste lingers on our tongues. You've talked enough. Oi. Mag ihn angehen. Zack. Eieiei. Okay. Ist schon nicht einfach, der Kampf. Wow. Der Kampf. Macht aber auch Sinn, weil mit Siri haben wir ja schon unser Lockdown-Level, ne? Sag ich mal. Wir wissen ja Level einfach nicht. Oder? Nö. Brauerin. Geberin. Also erstmal einen wegmachen, ja? Was steht da? Ich kann das nicht lesen. Flüsterin, glaube ich. What? Kann die Stechattacke nicht machen. Au. Mein Gott, er hält nicht viel aus. Amulett von Spitz. Oh, ruf deinen Feuerball herab, ja. Das wird wohl nicht funktionieren. Oder doch? Oder irgendwas gemacht? Nee, okay. Alter, Moment. Yeah! Das ist so ein bisschen so eine Siegeskunde, ne? Wie das aus? Ich hab RB, du. Naughty girl! You will die! Now! Oh, weg! Und du auch. Yes.
Damn it. At the summit. Gotta be. Gotta be. Iberin. Listerin. Und dicke Alte. Hab ihren Namen vergessen. Oh, cool. Magic. Magic. Is a power. Nehme ich doch gerne mit. Gar kein Problem. Wenn ich Quinn mal häufiger benutzen würde. Naja. Igni ist halt Meter. Sisters said you would come. They saw you arrive in the water's surface. They did not see the girl, but she is with you, is she not? I'm here alone. A lie which will change nothing. Ist er wohl, kann man da nicht drauf hoffen, wa? Oh, war ja. Na gut. Na. Pack doch mal den dämlichen Schild da weg. Ui. Okay, Moment, wir können ja mal hier. Er hat ihn angelockt, aber er wird nicht angelockt. Nicht mit dem komischen Symbol diesmal angezeigt. Ui. Mein Gott. Gott, da wird einem ja schwindelig bei den ganzen Kameradrehern hier. Ups. Ich finde das nett, dass er sich irgendwie mit dem Rücken ein bisschen mehr hinstellt. Oh oh. Oh nö. Er macht den Streaming Move. Okay, man kann gar nicht damagen scheinbar. Doch. Oh oh. To fight like this. The Witcher you slew.
We did it. Barely. How'd it go down there? I slew only two of the crones. The third fled. With Vesemir's medallion. My sole memento. Coming here? Good idea. I knew we'd succeed. From the start. Now to find Eredin and kill him. Anorin, for your thoughts? Wondering what to tell Yennefer when we get to Novigrad. Tell her the truth. Always. I wonder if Triss and Yennefer have found the sorceresses at the lodge. We ought to rejoin them. Yeah, let's get going. Thank you for coming with me. Come here. Let's go. The oak is dead. The oak, the crones. I fear that was your last feast. What of our acorns? Don't know, don't care. You must learn to live without them. This is no longer no man's land. It's no longer the lady's land. It's all yours. What are we to do? Come, Geralt. It's time. Manage. On your own. Humans. Thought it was mages the hunters and the temple guard were after. Mages left. Hunters needed a new quarry. Hatred and prejudice will never be eradicated, and witch hunts will never be about witches. To have a scapegoat, that's the key. Humans always fear the alien, the odd. Once the mages had left Novigrad, folk turned their anger against the other races. And as they have for ages, branded their neighbors their greatest foes. Dandelion! Ready some tankards! With guests! Geralt! Ciri! When I learned Geralt had found you... Glad to see you in one piece too, Dandelion. Where have you two been? Went to Kaer Morhen first, then Velen. Leave him alone, Zoltan. Can't you see their beat? In fact, you look terrible. Like you could really use some rest. Gladly take some. Point me to a room. Of course. Come on, little swallow. I'll take you. Let's meet later, Geralt. A little matter to resolve. I'll freshen up, then await you in the square in Gildorf. Right. Anyone here besides us? Lodge of sorceresses. Triss and Yen were supposed to gather the remnants. They're working on it. Triss is upstairs, waiting for you.
Yennefer's gone to Crippled Cates. Again? At that portside dive? Why? Didn't inform me. Imagine that. Ah, and that elf of yours moved into the Ruby Suite. Told me to tell you he's waiting, too. Thanks. Looks like I'll have my hands full. Hilft Triss Philippa zu befreien. Ich ziehe über ihn in Lede und Logi gerade. Okay, letzte Vorbereitung vor allem. Einiges zu tun. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Besten und Wichtigsten an. Nämlich Triss. Okay. Das hier. Jetzt. Ich habe Angst. Greetings, Triss. Have you lost your mind? You went after Imlarith by yourselves? To the Sabbath? How could you put Ciri in danger? Shouldn't have. I'm sorry. It ended well, luckily. But it didn't have to. I know. But Imlarith's gone. That's what matters. Besides, I'd never let anything happen to Ciri. You know that. Past burning pyres on the way into town. Non-humans on them. Things grow worse by the day. No mages left in the city, so the hunters had to find someone else to victimize. We need to resolve everything as quickly as possible and leave Novigrad. Any success with the lodge? Anyone out there willing to help? It doesn't look good. Ida outright refused, while Francesca won't budge from her little realm with a war raging. We don't know about Fringilla. Haven't been able to contact her. And the others? Okay. Kira? Margarita? Philippa? Kira? I thought you, of all people, would know. Few can refuse a sorceress. And Kira Metz certainly had her ways. But when she demanded the Mage Alexander's notes, I had to turn her down. Okay, hier startet ein Gewitter. Vielleicht hört es auch. She found it where she least expected to. Years later, known for discovering the cure for the Catriona plague, she was thankful none remembered her time in hiding as a village witch. I've seen worse matches. Hope things work out for them. I hope they work out for us and we actually find Philippa and Rita. Ich habe gerade leider nicht so ganz zugehört, was da gerade mit Kira war, weil irgendwie startet hier auf einmal ein Gewitter scheinbar. Eben war der Himmel noch voll klar. Hat nämlich einmal so geblitzt und kurz später einfach voll laut, habe ich glaube ich erschrocken. We will. We have to. I'll rest easier when they're both here with us. Know where they are? Yennefer's looking into Rita's whereabouts. I have to figure out where Philippa is. So, learn anything? A few things that could be interesting. Prefer the long version or the short? Ach komm. Tell me everything. I want the details. After fleeing Loch Mween, Philippa ended up here in Novigrad. She sought help from her former lover, the sorcerer Arthur de Vleister. Philippa and a former lover? Something tells me happily ever after is not how that story ends. Ich hab doch auch hier Hinweise, dass Philippa had made a fool of him once. Arthur was out for revenge. He convinced her she'd be safest as an owl. She transformed and he placed a dimeridium band on her leg. The mage hunt started shortly afterwards. Sadly, Arthur fell victim. They auctioned off his estate. Just so happened a certain dwarven acquaintance of ours stumbled on the auction. Zoltan. Huh. So Philippa was here under our noses the whole time? Was, precisely. Zoltan lost her in a card game a few days ago. Kidding, right? Sadly, no. A man showed up here, fleeced Zoltan Bear, then proposed they play for the owl. Naturally, he won, then politely thanked Zoltan for the game and left. Who was it? Know where he lives? He's not from here. No one knows him. Great. We got any leads?
we have this. That Philippa the Owl's feather? Making divination. Specifically hydromancy and a form of sortilege. We need a fountain where we won't be disturbed. Oh ja, das brauchen wir. Na ja, komm. One outside the Passiflora could work. Good idea. Let's go. Geht er jetzt so automatisch hin oder muss ich auch gehen? Weil eigentlich wollte ich ganz gerne die Folge gleich beenden. Okay. Ja, das Gewitter ist jetzt ein bisschen doof. Nice and quiet. Shouldn't be any disturbances. Let's begin. Observe the water's surface carefully. We can't let anything go unnoticed. Graham, et Duir, Robert Michele, Alfelte. Graham, et Duir, De Agnes Kerle, Es Pirschena, A Es Klaes. Looks familiar. A bathhouse. I know the place. Ich auch. Dijkstra. He has her at his bathhouse. Might have guessed as much. Irgendwie ja schon so ein bisschen faul, ne? So, wir haben eine Feder und damit konnten sie jetzt irgendwie direkt verorten, wo sie ist. Mit diesem Zaubertrick. Naja. Was that the past or the future? The recent past. We have to hurry. Let's go to the bathhouse. Might not be too late. Come on. Okay. Das HUD war einfach schon da, bevor die Cutscene vorbei war. Auch nicht schlecht. Gut. Neue Quest. Ganz offensichtlich. Geh mit Triss zum Badehaus. Boah, nichts lieber als das. Nee, aber ich würde jetzt ganz gerne die Folge beenden. Bin ich nicht schon... Nee, ich bin noch nicht Level 31. Interessant. Aber gut, ich kriege ja eh nichts mehr, ne? Ich habe ja eh alles voll hier. Vielleicht kann das hier mal aufwerten. Ich habe die neue Attacke noch gar nicht ausprobiert, ne? Ich Idiot. Naja, was wollte ich sagen gerade? Ich wollte gerade irgendwas sagen. Achso, Gewitter. Das ist eigentlich doof. Ich wollte nämlich eigentlich jetzt gerade nach der Folge einkaufen gehen. I hope we get there in time. I hope Dijkstra hasn't already hurt her. The possibilities are many. Could be Dijkstra that got hurt. Not likely. Dijkstra never forgave her for sending assassins after him. And Philip is weakened, no doubt about it. Weakened, maybe. But still a powerful sorceress. If Dijkstra's men take the Dimeridium off, Philippa will kill them before they can say, oh shit. Ist aber doch ganz lustig, die Geschichte mit, oder die ganzen Geschichten mit Philippa und ihren Liebhabern, weil eigentlich, oder was ist eigentlich, ne? In Witcher 2 hat sie ja so ein bisschen, ja, sie scheint ein bisschen bi-neugierig zu sein, sage ich mal. Ne? Aber ist ja nicht schlimm. Finde ich nur interessant. Gut. Aber ich finde den Ort, der Ort ist hier voll entspannt, der sieht echt schön aus. Wo genau sind wir hier eigentlich gerade? Wir sind wahrscheinlich hier im... Ach ne, hier sind wir, okay. Ich dachte jetzt, wir wären hier irgendwo. Wo wir auch das Ding gesucht haben. Die Katzenschönausrüstung war das, glaube ich. Gut. Aber ja, dann beende ich jetzt an der Stelle die Folge. Mal gucken, ob ich rausgehen kann, ohne zu sterben, vom Blitz getroffen zu werden. Wenn ja, dann seht ihr noch mehr Folgen. Also wenn ihr die nächste Folge seht, dann wisst ihr, ich habe es überlebt. Und wenn nicht, dann bin ich scheinbar gestorben. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Also, ne? Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.